Wie haben Sie den Bau der Mauer, der Berliner Mauer erlebt? Da war ich ja in Hamburg. Wie haben Sie davon erfahren? Da war ich in Hamburg. Moment mal. Ich bin angerufen worden, telefonisch, von einer Freundin. Die hat mich angerufen, die Mauern sind zu. Das habe ich gesagt, kann doch nicht angehen, das ist doch unmöglich und so weiter. Nicht? Und so habe ich nachher auch wieder erfahren, dass die Mauer geöffnet ist, dass die offen war. Nicht? Was hatte Auch das für nachts eine um 12. Bedeutung für Sie? Sowohl der Bau als nachher auch die Öffnung der Mauer? Naja, wir konnten doch unsere Familien nicht mehr. Konnten sie ab und zu mal besuchen. Wir mussten, wenn wir wichtige Dinge hatten, sei ein Sterbefall oder irgendetwas an Hochzeiten, konnten wir beantragen, ein Visum. Da, mit dem Visum konnten wir, glaube ich, 4 Wochen bleiben in der DDR. Und wenn wir raus mussten, dann haben wir uns immer wieder am Bahnhof Friedrichstraße hier, da am Tränenpalast, ist Ihnen der Begriff? Der ist ja jetzt nun nicht mehr so tränenreich, aber der ist ja ziemlich zugebaut worden, wie ich schon gesehen habe. Also fürchterlich, ist ja kein Denkmal mehr, kein Mahnmal auch nicht. Und da mussten wir uns alle verabschieden voneinander, mit Tränen in den Augen. Und dann, wer weiß, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen und so weiter, ob wir uns nochmal wiedersehen und alles. Das war tragisch, sehr tragisch. Jedes Mal die Besuche hin und aber wir haben nicht nachgelassen. Wir sind immer wieder hingefahren, ne? Aber es kam nicht für Ihre Familie, die noch in der DDR lebte, in Frage, dann in den Westen zu gehen. Nein, kam nicht in Frage. Nicht in Frage. Mein Vater war dann auch verstorben, meine Mutter ist auch verstorben. Und mein Bruder, der ist da geblieben, weil er sagt, wir können doch nicht alle weggehen, einer muss da wenigstens bei den Eltern bleiben und sich um die kümmern und so weiter. Es ist so eine Zerrissenheit in den Familien gewesen, ist fürchterlich. Nicht? Möchte man keinem mehr zumuten oder wünschen, dass es nochmal wiederkommt.